Hallo Leute und herzlich willkommen zu Tomb Raider 3. Es geht weiter wie gehabt. Oder wie es aktuell ausschaut. Und zwar gucken wir mal, wie es weitergeht überhaupt. Wir haben es ja geschafft, aus dem Sicherheitstrakt mehr oder minder zu entkommen. Nur um in einen neuen Sicherheitstrakt wahrscheinlich zu landen. So, einer jetzt mal speichern. Also zumindest hier. Okay. Vielleicht nicht meine beste Entscheidung gewesen. Aber es war immerhin eine. Wow. Ja, moin erstmal. Da haben sie wohl direkt was ausprobiert gehabt. Was Neues. Weil damit habe ich jetzt nämlich nicht gerechnet. Okay, weiß ich Bescheid. Oh, das gefällt mir. Okay, cool. So, da kam eben der Laser daher. Jetzt weiterkriechen. Oh, okay. Gut, gut, gut. Und dann heißt das wohl, ein neuer Speicherpunkt fängt an.
Okay. Ich fasse es nicht, das geht tatsächlich, weil ich gerade dachte, ah, ich werde nicht mehr. Ist aber schon ein bisschen gemein. Muss ich ja mal sagen. Also, dass es halt so funktioniert, wie ich dachte, nicht, sondern dass es halt tatsächlich einfach so ist, duck dich unter dem Strahl durch. Okay. Ich speichere lieber. Und das war leider anscheinend komplett useless. Oder? Boah, ja, okay. Warte mal, wir haben noch eine tolle neue Waffe gekriegt. Hier. Und haben auch 180 Schuss dafür. Ja, die kann ich mal so benutzen gerade. Wie viel habe ich jetzt noch? 173. Boah. Ist zwar nicht viel, aber es wird reichen, um Gottes Willen. So. Das war unfair. Aber wir kriegen die nächste Waffe wieder. Hallo Lara. Sammle ein. Sehr schön. Okay. Ich werde trotzdem mal rüber wechseln, wieder auf die Pistols. Weil ich darf auch nicht vergessen, dass ich auch nicht unendlich viel Munition davon habe, von dem, was ich da gerade verwendet habe. So.
Okay. Wo muss ich jetzt hin? Gut, ich habe offensichtlich den Weg gefunden. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich weiß es nicht. Nee. Halt, 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 halt. Ich habe da gerade was gesehen. Frechheit. Ah, nee, das war nur eine Textur. Ah. Okay, ich krieg gerade eine Nachricht. Ich bin gleich wieder da. Okay, Leute, das ist gerade meine bessere Hälfte, die mir geschrieben hat. Und es geht in dem Fall um eine Stimme, die ich erkannt habe. Und zwar bei Fairy Tail gab es eine Figur, nämlich Capricorn, wie da so schön genannt wird. Es hat so einen Ziegenbock-Mensch-Hybrid-Lebensmensch-Lebensform, klar. Wie immer sei, ich lasse mich gerade hier durcheinander bringen. Jedenfalls, der Sprecher davon ist die Stimme The Rock Johnson, also die deutsche Sprechstimme. Ne? Und deswegen habe ich mich grandioserweise durcheinander bringen lassen und dachte so, warte mal, die kennt man doch, die ist das nicht aus Dave Conan oder so oder aus einer anderen. Nee, es ist halt mal wieder ein Sprecher, den man halt kennt. Und deswegen, ja, hat meine Freundin dann auch gerade geschrieben, was ich denn für ein Horst sei. Und dass ich dann jetzt auch weiß, warum die mir so verdammt bekannt vorkam. Naja, manchmal kann es doch einfacher sein, als man denkt, ne? Kann es das nicht bitte auch hier gerade mal sein? Ich möchte bitte einfach nur noch weiter. Hallo. Okay, kann hier nirgends hoch. Das kann's doch jetzt nicht sein, dass ich hier nirgends längs kann. Wer baut denn sowas? Autsch. Aber Moment, ich habe ja grandioserweise was gehört gehabt, ne? Vielleicht doch hier irgendwas machen. Nö. Hier war keinerlei nur die Waffe wieder enthalten. Ach, warte mal, kann ich den hier... Ne, okay, ich dachte, ich kann den irgendwie verschieben oder so, aber nicht mal das. Ach, warte mal, kann ich vielleicht hier irgendwas drücken? So, keine Ahnung. Ach, ja, okay.
Okay. Ich will eigentlich Vollgas geben, also ab dafür. Okay. Oh, Moment. Was ist das denn Feines, was ich hier sehe oder finde? Oh, Moment. Ach, das ist gar keine. Das ist der Desert Eagle. Stimmt ja, ich hatte ja nur eine. Aber wo ist denn jetzt was drauf? 5, 6. Auf 6 ist das okay. Okay. 5, 4. Ah, komm, nehme ich das. Und krieg's auch direkt wieder. Okay, da kann ich aber nicht hoch. Okay. Ich speichere mal, weil ich nicht weiß, wann ich zuletzt gespeichert habe. Thank you.
Okay, solange das nur Alarm auslöst, ist mir das eigentlich relativ. Okay, das ist in Ordnung. Ah. Okay. Kaum schaue ich was nach. Hallo, schwenk doch mal. Okay. Ich heile noch mal und speichere noch mal, Leute. Und dann muss ich auch gleich noch mal einen neuen Part anfangen, Leute. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao. Tschüss.